weil das bekomme ich sonst nirgends. Das wollte ich eigentlich auch mal probieren. Nein, ich brauche das alles gar nicht, was du mir da aussuchst. Hallo meine Lieben, ich sitze gerade vorm DM und werde jetzt einen Großeinkauf starten nach den Feiertagen. Und ich dachte mir, was denn mein Stern? Ja, da sind Autos. Willst du mitgehen? Ja. Und ich gehe jetzt mit dem Milan zum DM und möchte euch mitnehmen. Ich bin total gespannt, wie es wird, weil der Milan normalerweise nicht so kooperativ ist für dieses Video, denke ich. Aber ja, ihr hattet darum gebeten, dass wenn ich das nächste Mal zum DM gehe, dass ich unbedingt die Kamera mitnehme. Und das mache ich jetzt und wir versuchen das mal. Ich habe auch erst ein bisschen Angst, dass sie mich irgendwie rausschmeißen oder so. Ich weiß es nicht, weil ich gesehen habe, dass viele YouTuber in einem leeren DM gedreht haben. Bei mir ist es leider nicht der Fall. Also ich gehe ganz normal wie jeder andere auch heute zum DM. Und ja, wollte mir auch ein paar neue Produkte angucken. Also, kommt mal alle mit. Das wollte ich eigentlich auch mal probieren. Ich rieche mal, wie das riecht. Der Tester ist auch schon leer. Ziemlich stark, aber nicht schlecht. Die Milan zusammen wird es schwierig. Ich wusste es. Es ist nicht einfach. Ich kann nicht in Ruhe gucken. Das ist immer das Gleiche. Naja, ich gehe erstmal bei ihm, bei seinen Sachen gucken, bevor ich für mich gucke. Vielleicht ist er dann ein bisschen abgelenkt. Schauen wir mal. Da ist Claro. Wo ist er wohl? In der Kinderabteilung. In der Kinderabteilung. Die Mama wollte eigentlich auch mal bei Make-up-Sachen gucken, ne? Naja, wenn du hier brav bleibst, ist es natürlich super. Das wäre ein Traum, ne? So süße Sonnenbrille. Ich habe die Milan schon eine gekauft für den Urlaub. Die finde ich auch total niedlich. Aber natürlich lässt er sie sowieso nicht auf. Von daher, glaube ich, reicht eine erstmal. Ich brauche unbedingt neue Rettepads. Ich nehme jetzt die von Evelyn mit. Ich habe jetzt die ganze Zeit diese ganz großen gehabt, aber ich glaube, die Größe reicht mir auch aus, weil die passen kaum in meinem Behältnis sonst. Ich überlege, ob ich mir noch so einen Pinsel mitnehme. Ich glaube, ich nehme den hier mit. Ich glaube, den hatte ich auch mal. Irgendwie finde ich den nicht mehr. Von Real Techniques. Was denn, Schatz? Weil ich habe ganz viele von Sigma und da gehen die Haare schon ab. Deswegen wollte ich den nochmal mitnehmen. Ach, sowas gibt es jetzt auch von Real Techniques. Ich habe die von Beauty Blender und muss sagen, mit diesen kleinen Eiern kann ich irgendwie nichts anfangen. Das finde ich gar nicht schlecht für die untere Wasserlinie eine Mascara. Die nehme ich mir mal mit, weil sowas habe ich nicht. Und ich verschmiere mich ständig mit der großen. Die kleinen Sachen sollte ich hier reinpacken. Dafür ist das Körbchen ja eigentlich auch da, ne? Ich glaube, ich nehme mir so einen wasserfesten Eyeliner für den Urlaub mal mit. Longwear Precise Liner Waterproof. Den probiere ich mal aus, den nehme ich mir auch mal mit. Niedliche Badehosen für den Milan. Aber ich hatte dem ersten neu gekauft, deswegen braucht er eigentlich auch keine. Ich zeige euch jetzt mal, weshalb ich eigentlich hierher gekommen bin. Weil das bekomme ich sonst nirgends. Und zwar, oh Gott, wo sind sie denn? Die Reinigungswattepads für den Milan. Die brauche ich immer und die gibt es nur hier. Da könnte ich eigentlich alle mitnehmen. Ich glaube, ich bräuchte noch mehr. Die reichen mir nicht. Und Wickelunterlagen und Liegetücher habe ich jetzt auch noch mal mit reingepackt. Ja, na klar. Ha, da ist man bei DM und trifft eine liebe Zuschauerin. Sie hat sich gar nicht getraut, mich anzusprechen. Vor allem hat sie mich schon 5-mal gesehen. Das kann ja. Hat sie gar nicht getraut. Wir wohnen nämlich nicht weit voneinander entfernt. Ich freue mich immer, wenn ihr mich ansprecht. Also ihr könnt euch gerne trauen. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. So, was ich unbedingt brauche, sind die Tücher. Danke dir, dir auch. Kein Problem. Ich brauche unbedingt diese Tücher hier, diese Staubtücher und auch von Swiffer die Bodentücher. Das ist echt mein Lebensretter, wenn der Milan alles runterschmeißt. Oh mein Gott, der Milan spielt gerade so lieb. Ich muss es echt ausnutzen und muss mich beeilen.
Okay, ich höre ihn schon. Nein, wenn er mich nicht mehr sieht, dann ist es vorbei. Und die Tücher brauche ich ja auch wieder. Hast du lieb gespielt, gell? Du kannst auch bei der Mama bleiben, wie du magst, mein Stern. Ich bin gerade selbst am Überlegen. Okay, das brauche ich auch. Dank Lorix. Damit mache ich alles sauber. Weichspüler ist auch wieder leer und Waschmittel. Eigentlich nehme ich immer Vanille. Ja, nehme ich Vanille mit. Und Waschmittel brauche ich auch wieder. Willst du Haare machen? Waschmittel. Das ist sowieso noch mal nebenan bei Babynahrung. Komm, wir schauen mal für dich. Aua! Guck mal. Guck mal, Schatz, ich geh mal hier für dich gucken. Der Milan trinkt total gerne diesen Saft hier, Karottenfrüchte-Saft. Den mag er am allerliebsten, nehme ich noch mal zwei Flaschen von mit. Ich verdünne das aber immer noch mal mit Wasser. Gemüsenudeln. Ich weiß nicht, ob der Milan die essen wird. Aber eigentlich eine coole Idee. Ich glaube, ich nehme lieber Dinkelnudeln für den Milan dann mit. So ein paar Notfallgläschen vielleicht noch. Dann zum Frühstücken. Oh Mann, fast nur voll mit Babykram. Bis jetzt habe ich mir nur das gekauft. Aber ich brauche auf jeden Fall noch was für die Haut und ich wollte mir noch ein Shampoo kaufen. Also ich gucke auf jeden Fall gleich auch mal für mich. Also hiervon wollte ich mir auch wieder das Shampoo kaufen. Ich probiere jetzt mal die reichhaltige Maske für die Haare von L'Oréal aus dieser Öl Magique-Reihe. Die sind nämlich richtig gut. Die riechen total lecker. Es gibt verschiedene, aber ich nehme eigentlich immer dieses Orangene. Das ist das, was ich noch gebraucht habe. Und die Spülung nehme ich auch mit. So. Hey Milan, sitzen bleiben. Ja. Setz dich mal hin. Ja. Was? Ja. Setz dich mal hin, Schatz. Bitte. Ja. Ja. Frech Dachs. Ja. Hinsetzen. Ja. Hinsetzen. Ja. Hä? Ja. Willst du raus? Ja. Setz dich doch mal hin, bitte. Ja. Man kann aber auch nicht in Ruhe einkaufen. Es geht einfach nicht mit dir. Hä? Oh Mann, ich finde diese Waffeln nicht. Voll doof. Okay, der Mila hat mir jetzt irgendwas genommen und macht es mir gerade in den Wagen. Was hast du denn da genommen? Was hast du denn ausgesucht? Ein Reinigungsschaum von Balea. Gar nicht so schlecht. Was ich aber stattdessen brauche, ist von Neutrogena die Abschminktücher, diese Hydro Boost. Ich schwöre es euch, ich nehme nur noch die. Ich hatte vorher auch die von Balea und habe die geliebt, aber seit ich die probiert habe, probiert die unbedingt mal aus. Die sind richtig, richtig gut und richtig pflegend und meine Haut ist nicht so rot danach. Die wollte ich unbedingt mal austesten. Die sollen voll gut sein. Ich habe mir auch schon Reviews zu angeguckt für Mitesser. Ich probiere das mal aus. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber... Okay, er macht mir jetzt alles einfach in den Wagen. Oh Gott. Ey, Mila, in deinem Ernst, du hast mir jetzt total die Sachen hier reingelegt, die ich überhaupt nicht brauche. Hallo, hallo, hallo. Ich muss das alles wieder aussortieren, Milan. Hör mal auf. Nein, ich brauche das alles gar nicht, was du mir da aussuchst. Schatzi, das ist gut, das hat die Mama auch. Oh, das ist was für mich. Das nehme ich auch mal mit. Ich mag diese Kapseln, die sind immer sehr reichhaltig. Und die sind auch ideal so für einen Urlaub oder so. Ein neues Deo brauche ich auch. Das von Sebamed ist immer gut. Apfelseife. Da ist immer die von Frosch, die finde ich ja nicht immer gut. Außerdem ist das gut für die Umwelt. Aber nicht so Unordnung machen, ja? Sonst kriegen wir Ärger. Das dürfen wir nicht. Wie geil, ich wusste gar nicht, dass es diese Masken hier von Garnier gibt. Da nehme ich mir auf jeden Fall welche mit. Und für 1,95 finde ich, kann man auch nichts sagen. Ja, ich probiere die jetzt alle mal aus. Und einfach alle mal mit. Juhu, ich habe sie gefunden. Dinkelwaffeln. Bestimmt besser als Weizenmehl. Immer welche von ganz hinten. Ja, ist doch eine gute Alternative, weil er so gerne Waffeln isst.
Was hast du denn noch gefunden, Schatz? Okay, der Korb ist jetzt auch wirklich voll. Ich glaube, wir gehen jetzt nach Hause. Aber es waren alle total nett und es hat mich keiner rausgeschmissen. Das ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Voll gut. Ich gehe an die Kasse. Alles ins Auto packen. Zurück ins Auto. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder zu Hause und verstaue jetzt meine eingekauften Sachen. Ich glaube, ich muss noch ungefähr 10 Mal runterlaufen, bis ich alles weg habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht waren ein paar Produkte dabei, die ihr auch mal ausprobieren wollt. Ich freue mich echt schon auf die Maske zum Beispiel. Und ja, hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.